Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, EA hat mal wieder zwei neue Ligen-Challenges released, die russische Liga und die Ehredivise. Und im Moment bin ich relativ sauer oder im Konflikt mit mir selbst, weil ich nämlich eine Prediction dafür vorbereitet hatte. Die besteht aus zwei Parts. Dem ersten Part wären die Top-Ligen drin gewesen, mit unter anderem, also was heißt die Top-Ligen, aber die interessanteren Ligen, die ersten 11. Und im zweiten Video wären dann eher 10 uninteressantere Ligen drin gewesen, aber alle, die noch kommen könnten, da waren unter anderem aus der Eredivisie De Jong bei und aus der russischen Liga Smolov. Die Prediction wird noch kommen, ich denke, ich werde sogar Smolov und De Jong drin lassen, einfach weil ihr dann den Vergleich habt von den predicteten Werten und die Werte, die er im Endeffekt wirklich bekommen hat. War gar nicht mal so, ja, unrealistisch, wie ich es gemacht habe. Wird wie gesagt noch kommen, es gibt zwei Teile, den ich habe noch gar nicht aufgenommen, aber ich werde es aufnehmen jetzt die Tage und dann hochladen. Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie jetzt noch eins im Dezember releasen. Das ist ja, glaube ich, die zweite, die sie im Dezember released haben, oder? Ich glaube, Liga Bakome und so war auch im Dezember. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ist ja auch egal. Scheiß drauf, wir starten einfach mal rein. Ich beginne heute mit der russischen Liga, Smolov, habe jetzt insgesamt 90.000 dafür ausgegeben, 20.000 bekomme ich schon mal safe zurück, allein ja durch die Gruppenbelohnung und natürlich die Smolov-Karte. Im ersten bekommen wir dann ein Premium-Silberspieler-Set, mal gucken, was wir da drin kriegen werden, vielleicht ja einige Eredivisie-Spieler. Am Kaperm, ja, ich werde jetzt hier auch nicht extra die Namen immer zeigen, ihr seht es ja, ich denke, es gibt nicht so viele Spieler mit dem gleichen Rating bei diesem Verein, zumal ist es ja nur ein Verein, dessen Team gebaut wird, und da werde ich jetzt hier auf die kleineren Vereine nicht weiter eingehen. Ich zeige es euch einfach nur. Mit der Bewertung hat sie ganz gerade so hingehauen. Ja, ansonsten schicke ich das ab. Ich will hier nicht so lange drum rumlabern. Sind jetzt auch nicht so Vereine, wo man sagen muss, ah, den kenne ich. Hier immerhin drei Goldspieler, unter anderem der Ex-Hamburger Ilicevic. Ja, und ansonsten, ja, Zandao ist auch langsam. 53, oh, wo geht denn? 53 geht noch. Auch die Bewertung hier wieder knapp gewesen, aber durch die Goldspieler hat das noch rausgeholt. Schicken wir auch ab, kriegen ein 7,5er Pack, ist ganz in Ordnung. Arsenal Tula als nächstes. Oh, ein Jumbo Premium Silber Set, ist auch gar nicht mehr so häufig, glaube ich, zu geben. Hier auch wieder von der Bewertung her knapp gewesen, aber ja, haut hin, sind ja auch wenige Silberspieler überhaupt. Größtenteils Bronze, wie ich hier sehe. Ja, schicken wir ab. Ich hatte viel im Verein, also ich hatte einige im Verein. Zum Beispiel Moskau hatte ich fast komplett, da brauchte ich mir, glaube ich, nur zwei kaufen. Und zwar den Torhüter für 800 und dann hier den für 800 und dann den Rest hatte ich im Verein. Eigentlich ganz praktisch, gibt es ein 25k-Pack für. Was ich noch, oder hatte ich den? Den hatte ich, glaube ich, auch im Verein, jawohl. Was ich sagen wollte, ich habe insgesamt 90k, wie gesagt, dafür ausgegeben, für die Spieler, die ich noch gebraucht habe. An sich zahlt man dafür, glaube ich, für beide so in dem Dreh 120, 130k. Habe ich jedenfalls gestern gesehen, bei Footbin war es gestern der Preis dafür, ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Hier gibt es ein 25k-Set für Smolovs Verein an sich, habe ihn mir auch hier selber drin. Jorginho ist noch einer der besten Spieler mit von seinem Verein, glaube ich, und sieht auch stark aus eigentlich. Vielleicht werde ich den noch einbauen, ich werde noch zwei neue Teams bauen, oder vielleicht eins, ich weiß nicht, wie ich die einbauen werde, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, ja, das Team hier auch größtenteils Goldspieler, nur einen Bronzespieler mit hier reingenommen. Dann, ja, ein 25k-Set dafür zu kriegen, ist ganz in Ordnung, würde ich sagen. Nehme ich gerne mit. Orenburg, davon habe ich ja unter anderem Imshake hier als Monatsbelohnung, als erste Monatsbelohnung für mich gezogen, als Silberspieler. Und dann ein Linksverteidiger-Info hatte ich auch noch im Verein. Ja, auf jeden Fall so viel dazu. Und ja, auch größtenteils Silberspieler und von daher, ja, relativ teuer sogar. Eigentlich geht's, man muss sagen, die Preise sind gar nicht mal so teuer. Die Spieler gehen eigentlich noch immer relativ klar. Hier auch wieder 4 Goldspieler, 5 Goldspieler meine ich. Und ansonsten, ja, Bronze, Silber. Es sind auch viele Fünferketten diesmal dabei gewesen, habe ich mich auch gewundert. Aber ist dann halt so, nimmt man mit. Und ja, sind auch nur 16 Mannschaften, also relativ wenig. Ich glaube, die wenigste bis jetzt. Sonst waren immer 18 und bei Jovinko 20, glaube ich. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie es bei den anderen beiden war. Ich bin der Meinung, da war es auch 18 immer. Hier auch wieder größtenteils Silber und 2-3 Bronzespieler. Und ja, gab es da noch irgendwas Besonderes, habe ich da gerade jetzt...
Russische Liga. Ah, man brauchte sogar nur mindestens 10 Spieler. Also man brauchte gar nicht 11, fällt mir gerade auf, von UFA. Aber da der war einfach nicht so teuer, da habe ich einfach alle genommen. Hier als nächstes, ja auch wieder mit einem Goldspieler im Team. Auch nicht so besonders, hat der 500 Münzen nur gekostet, also auch so billig. Und ansonsten, wie gesagt, Silberspieler ist, denke ich mal, in Ordnung. Ich zeige hier die Namen nicht, weil es, wie gesagt, nur ein Verein ist. Und ich denke nicht, dass da 10 Spieler mit dem gleichen Rating bei einem Verein auf der Position Rechtsverteidiger zum Beispiel spielen. Da könnt ihr ja danach gucken. Hier musste ich mit dem Rating aufpassen. Da hatte ich nämlich hier Bronze und da Bronze. Da musste ich mir noch die beiden hier kaufen für 2k, glaube ich. Genau, und den auch für 2k. Nur 1,6. Also, ja, ist gar nicht mal so billig gewesen. Auch die beiden waren hier relativ, na gut, das geht noch. Also, es geht, wie gesagt, immer noch vom Preis her. Wenn man die Münzen hat, kann man es mal auf jeden Fall machen. Smoloff sieht auch richtig stark aus. Ich bin mal gespannt, wie er sich spielen lässt. Hat ja letztes Jahr den Team of the Season in einem meiner Liga-Teams gehabt. Eine richtig geile Karte. Hier wieder auch ein Verein mit weiß ich wie vielen Goldspielern. Auch ein seltenes Goldset hierfür und ein K. Ja, auch interessante Spieler dabei, beziehungsweise gute Spieler. Cholluca zum Beispiel oder Fernandes. Nehme ich trotzdem oder stoße ich trotzdem ab. Ja, und so viel dazu. Ja genau, Rubin Kazan. Kommen wir auch dazu. Jumbo Goldset ist auch ein Team mit vielen Goldspielern. Kennt man eigentlich auch relativ. Zambrano zum Beispiel noch aus der Bundesliga ja mal. Und ansonsten ist das Song? Ja, das ist Song. Seht ihr. Und ansonsten, ja, Lestien und sowas. Aber ist jetzt auch nicht so interessant, wie gesagt, dass ich da unbedingt auf die Spiele eingehen möchte. Ich möchte es ja auch nicht so lang halten. War ja die letzten Male, glaube ich, immer ein bisschen zu lang. Spartak Moskau gibt es, glaube ich, auch noch ein gutes. Na, okay, doch nicht. Gibt gar nicht mal so ein gutes Set. Promis ist hier vielleicht noch interessant als ein guter Spieler. Kann man vielleicht ja auch versuchen einzubauen. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall stoßen wir das ab. Jo, und dann kommen wir zu der nächsten Challenge. Und zwar zu Tadek Gronosny. Kommen wir danach schon zu den letzten beiden. Also das ist einer der letzten drei. 500 Münzen und ein Premium Goldset. Hier auch wieder viele Silberspieler. Ich musste mir die komplette Abwehrreihe kaufen. Die war komplett ganz schön teuer. 2,9, 2,9, 2,9. Also ja, und dann links linke Battlefield. Gibt der aber auch teuer, oder? Ne, okay. Aber die drei waren echt ganz schön teuer, muss man sagen. Stoßen wir aber auch ab, um Smoloff zu bekommen, wie gesagt. Ja. Kommen wir zu den letzten beiden. Zenit natürlich auch eine der interessantesten, beziehungsweise eine der bekanntesten. Hier auch wieder knapp in Rating gewesen und ansonsten ja auch nicht so interessant. Kommen wir dann zu Zenit noch und da habe ich drauf geachtet, Giuliano nicht abzustoßen, weil ich den behalten möchte, vielleicht sogar einbauen möchte. Und ansonsten ja, Stuba und ist halt eine der bekanntesten Mannschaften, denke ich mal auch. Und ja, ein Premium Goldspieler Set ist auch eine gute Belohnung, wie ich finde. Gibt es noch 20k oben drauf. Und ich hoffe natürlich, dass ich irgendwas Vernünftiges in diesen Packs ziehen werde. Sind ja einige 25er bei gewesen. Und ansonsten ein paar Silberspieler Sets sind ja auch immer ganz in Ordnung. Vielleicht, wenn man noch einige Spieler aus der Liga zieht, die was wert sind. Oder aus der Eredivisie, die man gebrauchen kann. Richtig geile Werte. 88 Tempo, 83 Dribbling, 86 Schuss, 78 Passen und 81 Physis. Mega Werte, 3 Sterne Skills, 4 Sterne Weakwood, 1,87 groß und Hochmittelarbeitsraten. Ein richtig geiler Stürmer. Muss man natürlich gucken, wie man den verlinkt bekommt, aber ich denke, das kann man gut hinbekommen. Hier dann nochmal ganz kurz das Team of the Week, unter anderem mit Pogba, Thiago Silva, Icardi und Hazard. Thiago auch noch ganz nice. Richtig geile Spieler auf jeden Fall dabei. Mal gucken, ob wir irgendeinen von denen ziehen können, hoffe ich jedenfalls. Vielleicht ja wenigstens einen Walkout oder irgendwas, was ein bisschen Coins reinbringt. Wir fangen natürlich mit den Silbersets erstmal an. Vielleicht kriegen wir auch einen Silber in Form Farias, wäre da ganz interessant und glaube auch, der geht für ein bisschen was. Schon mal hier ein Liganos-Spieler, glaube ich. Also müsste eigentlich Liganos sein, bin ich der Meinung. Jawohl. Ist, glaube ich, aber auch nicht mehr so viel wert. Ja, wie man sieht, sind die Spieler mittlerweile auch nichts mehr wert. Eine mexikanische Liga dann auch noch hier drin und dennoch türkische Liga. Also eigentlich ist es ein richtig geiles Pack so für die Challenges. Aber wie man sieht, die bringen nichts mehr. Jedenfalls nicht so viel, dass ich die jetzt unbedingt verkaufen möchte. Ja. Man sieht's, also ja, immer wenn neue rauskommen, werden die anderen dafür billiger. Ist ja auch irgendwo logisch wegen Aufmerksamkeit und sowas. Ja, ich denke, ihr versteht, wie ich das meine. Aber ist dann halt ein bisschen bitter, wenn man die entzieht. Vielleicht ziehen wir ja noch ein, zwei aus der Eredivisie, das wäre ganz nice. Hier in Chilen, ja. ja, ansonsten noch einen von Celtic, glaube ich, war das. Oh, hier zwei von Kaiserschiefen, Perfect Link. Auch ganz interessant. Und dann kommen wir zum nächsten Silberpack mit Martial drauf, aber das ist nur... Oh, Taiwo, Alter. Ich glaube, der ist ein bisschen was wert. Hat ja auch geile Werte, muss man sagen. Oder ist, glaube ich, einer aus der Eredivisie, das gefällt mir schon mal. Ah, der ist gar nicht mal so viel wert. Ist so finnische Liga, sieht auch richtig stark aus, muss man sagen.
Jawohl, ihn aus der. Oh, von Go Ahead Eagles. Die sind auch relativ, ja, teuer, denke ich mal. Willem 2. Oh, Sand. Da wird auch noch was zu kommen in diesem Prediction-Video. Macht euch gefasst darauf, oder es wird auf jeden Fall sehr interessant. Ansonsten Willem 2 und Go Ahead Eagles war ja schon mal benötigt für die Overmars-Challenge, glaube ich, war das. Und ja, diesmal auch wieder. Ich habe von den beiden gar keinen Verein gehabt. Richtig krass. Also die beiden fehlen mir komplett und die werden, denke ich mal, auch relativ teuer. An sich wird De Jong, glaube ich, teurer als... oh, nice. Ah, nee, doch nicht. Ist nur Niederländer, schade. Ansonsten noch einen aus der... Na, okay, doch nicht. Aber hier wieder einige... Oh, doch, Willem 2. Nice, Alter. Nice. Ein linker Flügel. Das gefällt mir schon mal. Hier einen von Willem 2. Und hier einen aus der Liga NOS. Also die Silberpacks sind immer richtig interessant, wie ich finde. Okay, ist jetzt auch nicht sowas wert. Dass ich das unbedingt verkaufen müsste, Sam dann vielleicht noch, aber ich glaube auch nicht, nein. Ja, nehme ich alles mit, Willem TV gesagt, freut mich drüber, dass ich da gerade noch eben drüber gesprochen habe und jetzt sogar davon ein, ja, Spieler bekomme. Silberpacks, wie gesagt, immer interessant, oh, ein Goldspieler, ein seltener Goldspieler. Musa, was, Alter? Ein seltener Goldspieler, ein Silberspieler, das ist ja... Leute, was ist hier los, Junge? Was ist hier los? Argentinische Liga, ne? Okay, auch nicht so interessant von denen her. Und ansonsten, Musa. Nice. Einfach krass. Okay. Vielleicht geht er für 2.000 weg. Ich habe ihn ja selber im Verein. Aber ich möchte lieber meinen mit der geilen Statistik behalten, als den Musa, den ich jetzt hier als First Owner gehabt hätte. Kommen wir zum letzten Silberspieler-Set. Das war wieder was. Also ein seltener Goldspieler im Silber-Set. Ist ja auch nichts, was man alle Tage bekommt. PEC Zwolle dennoch, ein Rechtsverteidiger. Richtig geil. Und ich glaube, die sind im Moment was wert, alle. Die sind, glaube ich, gut was wert. Oh, okay, so viel dazu. PEC Zwolle ist dann doch nichts wert. Ansonsten vielleicht noch einen aus der mexikanischen Liga. Vielleicht hier der ein bisschen was. Weil der Außenverteidiger... Ich brauche eigentlich gar nicht nachgucken. Jeder nichts hier. Oder war noch französische Liga, aber eh nichts wert, denke ich mal. Wahrscheinlich, weil ich den jetzt nicht nachgeguckt habe, ist der was wert. So als einziger, den ich nicht nachgucke. Aber okay, scheißen wir drauf. Erstes Goldset ist auch non-rare. Naja. Sind halt so Lappensets eigentlich. Oh, Sané. Aber immerhin ein paar Teamfitnesskarten und 1000 Münzen. Ist gar nicht mal so schlecht. Nimmt man gerne mit. Und dadurch nimmt man ja immer noch ein paar Coins ein eigentlich. Wenn man die jetzt alle verkauft, beziehungsweise abstößt, je nachdem, was man macht. Wird das, denke ich mal, sogar relativ, ja, rentabel. Ja. Korker. Ja, Korker war es, glaube ich. Oder? Okay, den habe ich schon anscheinend. Aber ich denke, das war Korker. Ja, was war Korker? Und Pastan. Aus der polnischen Liga. Da gibt es ja auch einen Kandidaten, der kommen könnte noch. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass die polnische Liga auch noch kommt. Nicht mal ein seltener Goldspieler in den letzten drei Packs gehabt. Das ist echt bitter. Also das ist echt bitter. Auch wenn es so eine Lappensets sind, ein seltener Spieler hätte ruhig dabei sein können, wie ich finde. Aber okay. Nehme ich alles mit und dann das hier auf die Transferliste, das stoßen wir ab. Bringt nämlich nichts ein und wir kommen schon zu den 7,5ern. Okay, jetzt haben wir 3 7,5er und dann, ich glaube, noch 3 25er. Wenn ich mich... Oh, schon wieder ein Non-Rare-Pack, was ist denn jetzt los? Nee, Thielemans. Okay. Juri Thielemans. Oh, ja, nice. Ein Silberstürmer, der ist auch nichts wert, den habe ich ja selber gekauft. Jetzt ziehe ich ihn, wo ich ihn eben noch gekauft habe, aber okay. Nehme ich die beiden auf die Transferliste mit und kommen wir zum nächsten 7,5er. Danach haben wir noch 4 25er. Zwei von jeder Sorte. Ganz nice eigentlich. Jetzt wenigstens ein seltener Goldspieler. Oh mein Gott, wir ziehen einen seltenen Goldspieler, Leute. Eliseo, was habe ich? Grimaldo. Lenz, dann auch noch. Hat ja auch eine Chance, glaube ich, ins Team of the Week zu kommen. Hat es jetzt nicht geschafft, schade. Aber okay. Premium Goldset Numero, ja, letztes. Ziehen wir hier und wieder ein seltener Goldspieler, immerhin Dempsey. Okay. Okay, Leute, also, ja. Jetzt kommen natürlich, oh, zweimal Münzen und dann auch Shadow drin gewesen. Geil. Also, das ist eigentlich gar nicht so schlecht gewesen hier. Zweimal 1000 Münzen nimmt man gerne mit. Und dann den Typen noch auf die Transferliste. Dazu war noch Shadow drin und deswegen war es eigentlich ganz in Ordnung. Es ist ein Walkout. Es ist ein fucking Walkout, Leute. Es ist ein Walkout. Eine relativ große Schnuppe. Bitte nicht Tschech. Italiener, Buffon oder Chiellini? Chiellini, oder? Chiellini! Wir ziehen immerhin einen Walkout und zwar Mafucking Chiellini mit dem Adidas, mit dem neuen Adidas-Trikot, was man bekommen hat, wenn man im Foot Champions Club registriert ist. Wir ziehen einen Walkout immerhin, Leute. Also, ja. Hat es sich eigentlich schon gelohnt. Kommt drauf an, wie viel der Wert ist. Ich glaube jetzt auch nicht mehr so viel, oder? Also, Chiellini, ich weiß nicht. 40.000. Oh, ja.
nimmt man gerne mit, würde ich sagen. Spielclip aufgezeichnet, vielleicht geht er für 30, 40k weg. Freue ich mich auf jeden Fall drüber, geil. Und ansonsten noch, ja, die beiden sind nichts wert, aber immerhin 40k. Wenn ich jetzt noch einen 20k Inform kriege, dann habe ich ungefähr meine Coins wieder zurück. Hier kein Walkout, aber in Inform, auf Ansage natürlich nicht. Wen sonst? Kariko. Okay. Conte könnte natürlich immer noch mit einer kleinen Schnuppe drin sein. Oder Juasinho. Geil, den wollte ich ja sowieso einbauen. Jetzt ziehe ich ihn nochmal. Freut mich. Rüdiger und dann ein Typen namens M. Auch ein geiler Name auf jeden Fall. Dann kommen wir zu den letzten beiden Packs. Das erste 25k-Set eben war gut. Das zweite, das erste von den anderen Sorte meine ich jetzt, war nicht so gut. Immerhin Castro. Habe ich auch schon als Untradable. Aber ja, okay. Nimmt man trotzdem mit. Dragojev noch hier aus der Liga wieder. Und Dix aus der Eredivisie kann ich auch gut gebrauchen. Dann bin ja mal gespannt, ob Bundesliga kommen wird. Werde ich aber alles noch im Video erwähnen, was ich davon halte. Ob die Bundesliga kommen wird. Okay. Jagielka. Ist in Ordnung. Ist okay. Habe ich sogar in einem meiner Liga-Teams. Dumbia. Also wir ziehen Musa und Dumbia, meine beiden Vereinslegenden, so ein bisschen. Geile Sache auf jeden Fall. Ja. Wird nochmal eine Clubtour auch kommen. Also ich habe einiges vor aufzunehmen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, war es das von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Wir haben immerhin einen Walkout gezogen. Das kann man auf jeden Fall mal lassen, würde ich sagen. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Haut rein!